60 cm hoch, 10 Kilo schwer. Lettland oder Deutschland, das Finale beim Deutschlandcup 2020. Hinein in die Partie, keine 24 Stunden nach dem letzten Aufeinandertreffen dieser beiden. Deutschland in Gold, Lettland in Grau. Und die machten da weiter, wo sie am Tag zuvor aufgehört hatten, nämlich mit hartem Einsatz. Das Spiel sehr ausgeglichen und dann Deutschland plötzlich mit dem Überraschungsmoment. 10. Spielminute. Andi Eder bringt Deutschland mit seinem 4. Tor im 10. Länderspiel in Führung, vorbereitet von Tim Wohlgemuth. Die Arbeit von Kammerer hinter dem Tor gut, dann Wohlgemuth und ein ganz kurzer Tipp von Andi Eder bringt Deutschland in Führung. Und die hätte auch noch höher sein können. Nächste Top-Möglichkeit. Plachter bereitet vor Marcel Nöbels. Aber ein sehr starker Arthur Schilovs im Tor der Letten verhindert das 0:2. Dann Lettland kommt. Deutschland gibt etwas zu viel Platz. Der Schuss. Und das ist der Ausgleich in der 18. Spielminute durch Gatis Sprukts und seinen ersten Treffer für das lettische Nationalteam. Er einer von 7 Rookies bei Lettland zu diesem Deutschland-Cup. Hier fehlt die Zuordnung, geht die paar Schritte nach innen, Schuss aufs kurze Eck, Ausgleich Lettland. Und die hatten ganz starke 11 Sekunden. Und in diesen 11 Sekunden passierte das, nämlich das 2:1 für Lettland durch Franks Raskals. Deutschland durchaus überrascht hier. Gute Arbeit nach vorne zunächst einmal von Krastenbergs und dann Raskals mit dem Schuss aus der Drehung. Der 2:1 Führung für Lettland und dem Stand nach den ersten 20 Minuten. Hinein ins zweite Drittel. Aufbaufehler Deutschland. Bukatz scheitert am grandiosen Matthias Niederberger, der in den ersten 40 Minuten unglaublich viel zu tun hatte. Die Letten ein ums andere Mal auf der Suche nach Fehlern der deutschen Mannschaft und hin und wieder auch fündig. Aber auch das deutsche Team hatte gute Möglichkeiten, wie hier Moritz Müller mit diesem genialen Pass auf die lange Ecke zu Freddy Tiffels. Aber der tippt am Tor vorbei. Damit Deutschland auch nach 40 Minuten mit einem Tor hinten. Rein Umstellungen dann im letzten Drittel, die etwas mehr Schwung bringen sollten. Doppelte Überzahl, dann Gawanke für Michaelis. Und in der 47. Minute der verdiente Ausgleich, denn Deutschland stark in diesem letzten Drittel. Erstmal Gawanke, der hier rettet, den Puck drin hält. Genialer Pass und Marc Michaelis, 10. Tor im 31. Länderspiel, sorgt für den Ausgleich. Die letzten Sekunden und Deutschland hatte noch mal die Chance auf den Turniersieg. Leon Bergmann mit diesem Solo. Aber Arthur Schilovs auch hier abgezockt. Der Torwart-Prospekt der Vancouver Canucks. So ging es also hinein in die Overtime und da dauerte es lange. Es war kein echter Schlagabtausch. Dann aber Deutschland etwas zu weit aufgerückt. Die Kontermöglichkeit. Franks Raskals mit der Entscheidung, mit dem Tor, mit dem Turniersieg für Lettland. Zu viel nach vorne gewollt bei Deutschland und Raskals nutzt das zum Siegtor. Zu spät angefangen. Ich fand, wir haben sie im letzten Drittel wirklich an die Wand gedrückt und super Eishockey gespielt, waren aber im Endeffekt zu uneffektiv und haben die vielen Chancen nicht genutzt, die wir hatten. Ich denke, dass wir vor allem im ersten Drittel nicht das gezeigt haben, was wir eigentlich können. Ich meine, im zweiten und vor allem im dritten Drittel war es dann natürlich deutlich besser, haben wir die auch regelrecht an die Wand gespielt, aber ich sag mal, wenn wir das erste Drittel so verschlafen, ist es natürlich schwer, dann immer vom Rückstand wieder ranzukommen. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft belegt Platz 2 beim Deutschland-Cup. Lettland bei seiner zweiten Teilnahme zum ersten Mal Turniersieger.